Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Türchen Nummer 2 hier bei meinem Adventskalender, meine lieben Freunde. Ja, wir sind wieder hier am Start bei der Demo. Und ja, ich habe für euch jetzt noch ein kleines nützliches Tool hier an der Stelle. Viele haben ja auch gefragt, warum ich keine Monsterkarten oder sonstigen Shit sehe. Ja, hat einfach den ganz einfachen Grund, ich habe Monsterkarten-Skin drinne für die Monsterkarten, die ihr nicht sehen wollt, zum Beispiel beim Raiden. Beim Raiden, wisst ihr ja, da gibt es manche Blödmänner, wenn man das so nennen möchte, die spawnen die ganze Zeit MC7 und dann kann man irgendwann den Raid nicht mehr sehen. Ja, und da habe ich die Lösung. Ich habe nämlich mich mit einem Spieler, nämlich mit Fontes95, habe ich mich kontaktiert und ich habe ihn halt gefragt, ob ich ein paar Sachen von ihm vorstellen darf und als Gegenleistung packe ich ihn halt in meine Videobeschreibung und sowas. Er wird wahrscheinlich nicht verstehen, was ich sage, da er aus amerikanischen Raum, denke ich mal, kommt. Oder irgendwo anders her. Und ja, die Skins habe ich halt alle von ihm. Die Sachen, wo ich das alles her habe, sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze hier funktioniert. So, ihr wisst ja, ich spawn jetzt einfach mal hier in der MC7. Und ja, es passiert nichts. Es ist weg. Das Coole ist halt, ihr könnt hier draufklicken, wie ihr wollt. Ihr anvisiert das Digimon nicht an. Ihr könnt da durchlaufen, es passiert einfach gar nichts. Und ihr könnt eigentlich jetzt sagen, weil hier ist der Raid und ihr könnt einfach normal auf den Raid draufklicken und fertig ist die Sache. Bam! Ist doch eine coole Sache, oder nicht? Gut. Wie ihr das Ganze einfügt, ich werde euch den Download-Link unten in die Videobeschreibung packen. Keine Frage, keine Frage. Und ja, wenn ihr euch das dann entpackt habt, dann geht ihr in das Archiv hinein, habt dann hier euren DMO in Winsible-Ordner und entpackt den Pack-01-Ordner einfach jetzt auf euer Desktop. Ich entpacke ihn einfach auf meinen Desktop. So, dann geht ihr auf eure Festplatte, lokaler Datenträger C, guckt dort, wo ihr Digimon installiert habt. In meinem Fall war es Joymax DMO. Weil ich muss, also bei mir ist es so, ich muss über Joymix das Ganze noch machen. Dort werden auch meine Screenshots etc. und so weiter gespeichert. Dort muss ich auch mein Pack 01 und so weiter reinballern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei vielen kann es sein, dass es schon bei Move Games mit drin gespeichert ist, aber bei mir ist es hier im Joymix-Ordner drin. So, dann geht ihr einfach dort rein. Packt den Pack 01-Ordner einfach hier rein in die Scheiße, dann habt ihr den hier. Ihr könnt das Fenster wieder schließen. Öffnet euren Launcher. Lässt es einfach durchpatchen, der Pack 01-Ordner verschwindet und patcht sich halt automatisch rein. Und ihr habt den Skin. Ich lösche es jetzt, weil bei mir ist er jetzt schon drin, ist unnötig, wenn ich jetzt da irgendwie was mache. Und ja, einfach in den Ordner reinpacken. Launcher starten, er patcht die rein und schon habt ihr halt den Invisible-Skin. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Genau, falls ihr den Skin zurückmachen wollt, habe ich hier noch eine Seite. Hoppala, ich weiß nicht, kann ich hier komplett einmal reinballern? Ich guck mal, geht das? Ja, das sieht sogar gut aus. Dann kann ich immer, ich mache mal ein kurzes Layout aus. Zack. So, die Seite werde ich euch auch verlinken. Hier hat nämlich der Fontes nämlich Backup-Dateien zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch einmal die Digimon und die Effects runterladen, den neuen Ordner. Also das wäre halt das, was ihr euch runterladen müsst, wenn ihr die Monsterkarten wieder zurückmachen wollt. Dann habt ihr hier noch hier Full Folder für Global System, für Interface, für NPCs, für Tamers, für Maps. Da könnt ihr euch die einzelnen Ordner runterladen und dann einfach wieder zurück hineinpatchen. Die Seite werde ich euch auch verlinken. Und ja, falls ihr es mit den Packs hier nicht hinbekommt, wenn ihr einen Effekt wieder zurückmachen wollt, dann deinstalliert das Spiel einfach neu und installiert es neu. Whatever. Jo, gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Zack. Oh, jetzt ist hier alles so verpixelt und so alles doof. Alles doof, Fensteraufnahme, alles doof. Ja, okay. Macht ja nichts. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das für Türchen Nummer 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Tschüss.